Heute Morgen, da fand man ihn und da war er tot. Liebste, ein Schuss durch das Herz, können Sie meinen Schmerz verstehen? Ach, verzeihen Sie, ich bin zerstreut. Ja, wussten Sie es nicht die ganze Zeit? Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Ach, verzeihen Sie, ich bin zerstreut. Ja, wussten Sie es nicht die ganze Zeit? Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Bravo! Auf die großartigste Frau, die ich im Leben getroffen habe. Danke. Und auf Katharinas neues Programm. Mutter? Ingrid, Liebes, nimm dir doch Champagner. Mutter, ich mag doch keinen Champagner. Du solltest das Leben wirklich etwas mehr genießen, mein Liebes. Frederik, ich habe dem Au-pair-Mädchen versprochen, dass wir um 12 zurück sind. Oh ja, ich muss morgen auch früh raus. Das verstehst du doch, Mutter. Ja, natürlich, mein Sohn. Danke für die Einladung. Ich habe zu danken für dieses schöne Blumenarrangement. Tja, für mich wird's auch langsam Zeit. Hast du Lust, am Wochenende mit mir ins Elsass zu fahren? Ich möchte meinen Bruder besuchen. Ach, das wäre mal wieder schön. Katharina, wir wollten doch am Wochenende noch mal intensiv am Programm für den Liederabend arbeiten. Ich habe mir die Tage extra freigehalten. Ja, was soll man da machen, wenn die Pflicht ruft? Ja, wenn die Pflicht ruft. Ich habe entsetzliche Kopfschmerzen. Ich glaube, das Wetter schlägt um. Gute Nacht, Mutter. Schöner Geburtstag. Ja, der schönste, den ich je hatte. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. Morgen! Was ist jetzt dich? Die gesunde Basis für einen erfolgreichen Tag. Das klingt ja wie aus der Werbung. Ist aber aus dem Ernährungsprogramm von Dr. Wörnlein. Findest du nicht, dass es jetzt ein bisschen übertrieben ist? Was, mit deinem erhöhten Cholesterinspiegel ist nicht zu spaßen. Ach. Und deiner Figur schadet es auch nicht. Was willst du jetzt damit sagen? Dass die Spuren der Zeit auch an dir nicht gänzlich vorübergehen. Ach.
Stell dir einfach vor, es ist köstlichster, feinster Lachs und Kaviar. Sie sind doch da. Was dagegen? Nein. Ich dachte nur, Sie wollten gestern Abend noch in die Stadt zurückfahren. Ich habe mir es anders überlegt. Meine Mutter, ist sie schon weg? Nein, sie frühstückt immer im Bett. Oh, lassen Sie nur. Ich mache das. Im Grunde weiß man bald überhaupt nicht mehr, was man noch essen soll. Wenn man das wieder liest. Jetzt ist sogar schon der Rhabarber belastet. Oh, ist so schlecht, schmeckt das nur auch wieder nicht. Nein, nein, es schmeckt wunderbar. Ja, Schickel? Mhm. Und wo ist es? Aha. Bis gleich. Du musst leider weg. Stopp, stopp, warte noch ein bisschen. Wir sind noch nicht so weit. Katharina Kleve hat gestern ihren 61. Geburtstag gefeiert. Sie soll früher mal irgendeine bekannte Schauspielerin gewesen sein. Sie war nicht irgendeine bekannte Schauspielerin. Sie war der Star am Münchner Theaterhimmel. La Divina. Jeder kannte sie. Sorry, aber das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Tja. Sieht auf den ersten Blick nach Selbstmord aus. Stechender Bittermandelgeruch. Zyankali, aufgelöst im besten Single-Malt. Die aufgebrochene Pillenkapsel lag demonstrativ auf dem Tablett. Schaut um den guten Whisky. Vielleicht ein bisschen zu demonstrativ. Außerdem hätte der Täter auch durch die offene Terrassentür kommen können. Nur werden wir nach dem Gewitter in der letzten Nacht draußen mit Sicherheit keine Spuren mehr finden. Aber hier drin würden wir sie sehen, wenn jemand bei dem Regen durch den Garten gekommen wäre. Falsch. Laut Wetteramt hat es hier erst um 2 Uhr früh zu regnen begonnen. Tja, gestorben ist die Dame gegen 1. Und da war es noch trocken draußen. Also an der Terrassentür haben wir keine Einbruchspuren finden können. Nichts deutet auf Mord. Keine Einbruchsspuren und die Pillenkapsel liegt neben dem Whiskyglas. Die jemand locker danach dort platziert haben könnte. Die Kleve wollte einen neuen Liederabend geben. Ich habe extra noch Karten gekauft. Die letzten, die zu kriegen waren. Ich glaube nicht, dass sie ihrem Leben gerade jetzt ein Ende setzen wollte. Wer war denn letzte Nacht außer ihr noch im Haus? Ingrid Kleve, die Tochter. Die hat übrigens heute früh auch die Leiche gefunden. Und ein gewisser Alexander Rubin, Musikstudent. Der wohnt hier bei ihr zur Untermiete. Ja, dann sollten wir zuerst einmal die zwei befragen, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen. Susanne? Stolz, selbstbewusst und unnahbar. Das war La Divina, wie die Leute sie kannten. Aber der Schein, der trügt eben manchmal. Hat sich Ihre Mutter in letzter Zeit irgendwie anders verhalten als sonst? Nein. Nein, eigentlich nicht. Wieso glauben Sie dann an einen Selbstmord? Weil ich niemanden kenne, der mehr unter dem Verlust seiner Jugendlichkeit gelitten hätte als meine Mutter. Vor 3 Jahren hat sie schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Mein Bruder konnte sie noch gerade rechtzeitig in die Klinik bringen. Und was hatten Sie für ein Verhältnis zu Ihrer Mutter? Was für ein Verhältnis kann man zu einem Menschen schon haben, der nur sich selbst liebt? Es war nicht einfach mit ihr. Weder für meinen Bruder noch für mich. Trotzdem sind Sie nach dem Geburtstag gestern Abend über Nacht geblieben. Haben Sie in München keine Wohnung? Doch. Aber nachdem die Gäste alle gegangen waren, bin ich noch in mein altes Kinderzimmer gegangen.
Meine Mutter hat es zwar als Gästezimmer umfunktioniert, aber die ganzen alten Fotoalben stehen noch da. Ich wollte meine Mutter ansehen, als sie ungefähr in meinem Alter war. Sie hat mir auf einmal unendlich leid getan. Ich habe mich dann spontan entschlossen, über Nacht zu bleiben, um heute noch ein paar Stunden mit ihr zu verbringen. Sie haben nichts Auffälliges im Haus gehört? Nein. Alexander Rubin hat noch ein bisschen in der Küche herumgeräumt, aber er muss dann wohl auch bald ins Bett gegangen sein. Wie gut kennen Sie diesen Herrn Rubin? Er war der neueste Spleen meiner Mutter. Und er hat sich hier eingenistet. Hat er ein Verhältnis mit Ihrer Mutter? Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Obwohl. Zuzutrauen. War Ladivina eigentlich alles? Die Terrassentür, war die eigentlich offen, als Sie Ihre Mutter gefunden haben? Ja. Meine Mutter hat immer bei offenem Fenster geschlafen. Ich wohne seit 4 Monaten hier. Katharina hat mir das Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür, dass ich sie am Klavier begleite. Jetzt nicht. Entschuldigung. Klingt nach einem recht freundschaftlichen Verhältnis. Ja. Wir haben uns vor etwa einem halben Jahr im Zoo kennengelernt. Katharina saß auf einer Bank und beobachtete die Tiere. Sie wirkte so einsam. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir uns gegenseitig viel geben können. Wie romantisch. Wir hatten beide nur eine große Leidenschaft und das war die Musik. Der Liederabend, er bedeutete ihr alles. Sie ist regelrecht aufgeblüht, wurde ein ganz anderer Mensch. Katharinas Lieblingsmalt. Ich habe ihr gestern Abend noch ein Glas davon gebracht. Da ist kein Gift drin, sonst wäre ich ja auch tot. Ich habe auch noch ein Glas getrunken. Sie haben Frau Klever also den Whisky gebracht. In welcher Verfassung war sie? Sie wirkte sehr nachdenklich, aber das war sie oft. Ich bin dann noch in die Küche gegangen und habe ein wenig aufgeräumt. Und Ihnen ist nichts aufgefallen? Irgendein Geräusch? Ein Bekannter, der zurückkam? Ein Telefonat? Ich habe nicht mal gemerkt, dass Ingrid Klever über Nacht geblieben ist. Naja, nur einmal, da dachte ich kurz, ich hätte im Garten Schritte gehört, aber da war niemand. Es hat ja auch schon ziemlich laut gedonnert. Wissen Sie, ob sie in letzter Zeit Medikamente eingenommen hat? Kontakte zu Ärzten? Hören Sie, Katharina hat sich nicht umgebracht, da bin ich mir ganz sicher. Sie hat in den letzten Monaten so eine Lebensfreude entwickelt, war voller Tatendrang. So verhält sich doch niemand, der seinem Leben ein Ende setzen wollte. Die Geburtstagsgesellschaft hat sich nach den übereinstimmenden Aussagen von Ingrid Klever und Alexander Rubin um 12:30 aufgelöst. Todeseintritt war gegen 1. Wenn man davon ausgeht, dass das Gift sofort gewirkt hat, waren zu dem Zeitpunkt nur Ingrid Klever und Alexander Rubin im Haus, die beide nichts bemerkt haben wollen. Und die beide kein hieb- und stichfestes Alibi haben. Auf dem Whiskyglas wurden neben den Fingerabdrücken von Katharina Klever nur die von Alexander Rubin gefunden. Das gleiche übrigens auf der Flasche. Was uns nicht gleich viel weiterhilft. Er gibt ja zu, dass er ihr den Whisky gebracht hat. Welches Motiv hätte er denn gehabt? Er hat doch von der Tante nur profitiert. Interessant ist allerdings, dass auf der aufgebrochenen Cyankali-Kapsel keine Fingerabdrücke nachgewiesen werden konnten. In dem Notizbuch steht, dass sie am Freitag einen Termin beim Notar gehabt hätte. Das spricht doch alles immer mehr dafür, dass es kein Selbstmord war, würde ich sagen. Was wir im Moment nicht wirklich beweisen können. Hübsche Frau. Wie einen das Alter verändern kann? Ich finde, sie hat im Alter noch dazu gewonnen. Was ist eigentlich mit den anderen Geburtstagsgästen? Vielleicht ist auf der Geburtstagsfeier irgendetwas passiert, was wir noch nicht wissen. Die werden wir jetzt schleunigst unter die Lupe nehmen. Theo, Manne, ihr fahrt zu Katharina Kleves Sohn und dessen Frau. Und wir werden diesen Viktor Schreiber einen Besuch abstatten. Alles klar. Ich kann das gar nicht glauben, dass meine Mutter tot sein soll. Sie hätten sie gestern Abend sehen sollen. Sie war so voller Kraft und Energie. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Herr Kleve, Ihre Mutter hätte heute einen Termin beim Notar gehabt. Können Sie sich vorstellen, was sie dort wollte?
Was weiß ich. Vielleicht wollte sie wieder mal ihr Testament ändern lassen. Das war so eine Art Hobby von ihr. Nachdem wir gerade in ihrer Gunst am höchsten stand. Und wer war das im Moment? Meine Schwester, hoffe ich. Wenigstens könnte sie das Geld am besten gebrauchen. Warum? Ingrid hat ihr Leben nie wirklich auf die Reihe bekommen, weil sie viel zu sehr im Schatten unserer Mutter stand. Standen wir beide. Da habe ich mich viel früher abgenabelt. So. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Was haben Sie eigentlich gemacht, als Sie das Haus Ihrer Mutter nach der Geburtstagsfeier verlassen haben? Hören Sie, ich verdiene mit meinem Architekturbüro mehr als genug. Ich brauche das Erbe meiner Mutter nicht. Das haben wir Ihnen ja auch nicht unterstellt. Wir sind nach Hause gefahren. Sie sagten mir, dass Ihre Schwester das Geld aus dem Erbe gut gebrauchen könnte? Ja, aber deswegen würde sie meine Mutter doch nicht umbringen. Sowas würde sie nie tun. Ich kann mir eh nicht vorstellen, wer zu sowas fähig wäre. Mein Gott, ich fasse es einfach nicht. Wahrscheinlich ist sie an ihrem eigenen Gift erstickt. Gab es auf der Geburtstagsfeier einen Zwischenfall? Vielleicht eine Meinungsverschiedenheit? Nein. Wir haben uns gegenseitig beteuert, wie sehr wir uns schätzen und lieben. Sie mochten Ihre Schwiegermutter nicht sonderlich, ist das richtig? Als Sekretärin meines Mannes war ich nie gut genug für Ihren Sohn. Wie wir da eben sind. Gut. Es ist Ihnen also nichts aufgefallen, was im Zusammenhang mit dem Tod Ihrer Mutter stehen könnte? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wer sie umgebracht haben könnte oder dass sie sich selbst... Die hätte doch das Zepter nie freiwillig aus der Hand gegeben. Ja, das hilft uns schon weiter. Vielen Dank. Wiederhören. Katharina Klever hatte den Termin beim Notar wegen einer Testamentssache. Mehr kann und darf mir der Notar nun nicht sagen. Dann sollten wir auf jeden Fall so schnell wie möglich bei der Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragen. Mach ich. Der Notar hat das Testament schon beim Nachlassgericht angefordert. Spätestens morgen früh müsste er es da haben. Gut. Na, dann schauen wir mal, was dieser Herr Schreiber so alles weiß. Das war nach der Premiere von Hedda Gabler. 65. Katharina war damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, hofiert, von allen geliebt. Sie hatte Angebote von den ersten Häusern. Man riss sich förmlich um sie, um La Divina. Ich weiß noch ganz genau, wie ich sie das erste Mal in den Kammerspielen gesehen habe. Ja, sie war einfach göttlich. Sie sagen es. Trotzdem ist sie ein Mensch geblieben. Jemand, auf den man sich immer verlassen konnte, dem das Wort Freundschaft noch etwas bedeutete. Wie lange kannten Sie Katharina Klever eigentlich? Oh, wir sind im selben Haus aufgewachsen. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt. Aber die Frau Klever war doch jünger als Sie. Meinen Sie? Sie hat ein bisschen gemogelt. Als sie 40 wurde, hat sie schon damit angefangen. Die Monroe war da ihr großes Vorbild. Aufhören musst du auf dem Höhepunkt, Victor, hat sie gesagt. Bevor sie dich alt werden sehen. Hat sie mit Ihnen über ihre Selbstmordabsichten gesprochen? Nein, nein, nicht wirklich. Sie hat in letzter Zeit öfter vom Tod gesprochen und davon, was nach dem Tod sein wird. Aber sie hat doch diesen neuen Liederabend vorbereitet. Das muss ihr doch eine ungeheure Kraft gegeben haben. Meinen Sie? Sie glauben einer Frau, die man einmal La Divina genannt hat, gibt es Kraft, wenn sie auf einer kleinen Bühne vor einem noch kleineren Auditorium ihren Abgesang feiert? Alexander Rubin, ihr Pianist, sieht es anders. Sie war eine perfekte Schauspielerin, vergessen Sie das nicht. Ich glaube kaum, dass sie ihm ihr Innerstes offenbart hat. Wussten Sie, dass sie ihr Testament ändern wollte? Nein, das wusste ich nicht. Es ist sonderbar. Normalerweise hat sie dergleichen mit mir besprochen. Nur so Routine halber, was haben Sie eigentlich gemacht? Nach dem Geburtstagsfest, meinen Sie? Ich bin nach Hause gegangen. Zu Fuß, es sind ja nur 10 Minuten. Diese Wohnung hier hat Katharina einmal für mich gekauft. Damit ich dich in Reichweite habe, mein Lieber, hat sie gesagt. Durften Sie auch umsonst wohnen? Wie?
Nein, nein. Etwas trage ich schon dazu bei. So viel ich mir bei meiner bescheidenen Rente leisten kann. Das Alter ist zwischen vielerlei Tun ein einsames Geschäft. Unser kleiner Hobbyphilosoph. Quatsch, das hat die Kleve vor ungefähr 3 Wochen in dem Buch geschrieben. Die fehlenden Fingerabdrücke auf der Ciancali-Kapsel sprechen eigentlich eindeutig gegen eine Selbstmordtheorie. Rein theoretisch kann es dann jeder der 5 Geburtstagsgäste gewesen sein. Keiner von denen hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Die Kleve und Rubin waren im Haus, hätten also unbemerkt ins Zimmer kommen können. Außerdem war die Terrassentür offen. Viktor Schreiber hätte in 10 Minuten von seiner Wohnung raus wieder zurückkommen können. Und was, wenn Frederik Kleve und seine Frau wieder umgekehrt sind? Aber hätte einer von ihnen ein wirkliches Motiv? Also in Ingrid Kleves Fall wäre es die Rache an der geliebten, so dominanten Rabenmutter gewesen. Frederik Kleve hat sich nach seiner dominanten Mutter eine noch dominantere Frau gesucht, die ihre Schwiegermutter alles andere als gemocht hat. Und welches Motiv hätten Viktor Schreiber und Alexander Rubin? Eifersucht? Attraktive Frauen haben oft mehrere Liebhaber. Was ist das für eine Binsenweisheit? Ja, und wenn es ums Geld ging? Ja, das ist alles reichlich vage. Wir haben 5 mögliche Täter und dann auch wieder nicht. Ja, das ist wie beim Mythos Marilyn Monroe. Da weiß man bis heute nicht, ob es Selbstmord war oder nicht. Ja, vielleicht hat sie ihren Selbstmord wirklich so bewusst inszeniert, dass er zum Mythos wird. Würde doch passen zu La Divina. Mhm. Ja, genauso schreiben wir es dann in unseren Bericht. Eventuell war es ein Selbstmord, eventuell auch wieder nicht. Müsst ihr ja nicht dauernd so ungesundes Zeug essen. Bist du auf Diät? Schaue ich so aus, als ob ich das nötig hätte? Nein, du doch nicht. Nichts ist umsonst. Nicht mal der Tod. Mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich. Vergessen Sie's. Ich kenne die Spielregeln. Und ich werde nicht als Verlierer aus diesem Haus hier ziehen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich gehe zum Joggen, so wie ich das früher auch immer gemacht habe. Ach, komisch, habe ich nie mitbekommen. Willst du nicht erst dein Müsli essen? Nein, nein, ein Stück Traubenzucker reicht voll und ganz. Alles andere würde den Organismus nur unnötig belasten. Aha. Also, auf geht's. Oh, nicht so laut. Tja, bei einem Vollabsturz. Ja, die Pizza, die ich gestern gegessen habe, die lag mir so schnell im Magen, dass ich mir gedacht habe, trink doch noch einen Grappa. Und weil die Magenschmerzen nicht besser wurden, habe ich noch einen. Und noch einen. Und die Schmerzen wurden nicht besser, ich verstehe. Die Gesundheit verlangt ihre Opfer. Ihr könnt gleich wieder einsteigen, es gibt einiges zu tun. Was? Ich konnte heute Morgen die Akten beim Notar einsehen. Was glaubt ihr, wem La Divina ihr ganzes Geld vermachen wollte? Ihre Tochter Ingrid. Bisher ja. Aber sie hat ein neues Testament aufsetzen lassen, was sie zum besagten Termin unterschreiben wollte. Und das hätte Alexander Rubin zum Haupterben gemacht. Damit dürfte er als Täter wegfallen. Ich meine, er bringt sie ja nicht um, bevor das Testament nicht unter Dach und Fach ist. Vielleicht dachte er, es wurde schon geändert. Da fragen wir ihn am besten selbst. Und ich fahre noch mal zu Ingrid Kleve. Immerhin wäre sie durch die Änderung enterbt worden. Und das, obwohl sie sich doch angeblich mit ihrer Mutter in letzter Zeit so viel besser verstanden hat. Ist Horst eigentlich schon da? Er hat angerufen, kommt 1/2 Stunde später. Guten Morgen, Herr Schickel. Guten Morgen, Frau Huber. Ja, Schickel. Horst, Susanne hier. Störe ich? Nein, nein, überhaupt nicht. Morgen, Herr Schickel. Guten Morgen. Entschuldige. Was gibt's denn? Laut Aussage des Notars wollte Katharina Kleve ihre Tochter Ingrid zugunsten von Alexander Rubin enterben.
Wollte gerade zu ihr fahren, aber sie ist nicht zu Hause. Keine Ahnung, wo sie steckt. Und wo sind Manni und Theo? Gut, dann fahren wir zuerst dahin und danach schauen wir, ob die Ingrid Kleve daheim ist. Okay, ich hole dich in einer Viertelstunde ab. Was? Gut, bis gleich, ich beeil mich. Ja, aber... Schafft's. Da. Lassen Sie sich schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Würde mir auch besser gefallen als in irgendeiner Studentenbude zu Hause. Ja, aber bis Ende des Monats muss er draußen sein. Dann ist der Traum zu Ende. Wäre doch schön blöd gewesen, wenn er sich vorher kaputt gemacht hätte. Hallo? Herr Rubin? Keine Bewegung. Ich war das nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Das müssen Sie mir glauben. Tja, das dürfte nicht länger als 2 Stunden her sein. Der Täter hat sein Opfer von hinten überrascht. Und so wie es aussieht, hat er ihn dann hier zuerst mit dem Schürhaken K.O. geschlagen und dann ganz nach dem Motto, doppelt hält besser, mit dem Schal erdrosselt. Immer sehr geschmackvoll, die Morde hier in diesem Haus. 15 Jahre alter Malt-Whisky, Seidentücher von Dior. Tja, das sind Tatwaffen mit Stil, nicht wahr? Auch wenn der Täter Handschuhe getragen hat, dürfte die Chance groß sein, dass wir Spuren von ihm an der Leiche finden, oder? Da findet man schon was, Herr Schickel. Frau Baronin. Danke. Herr Schickel. Nein. Oh. Danke. Viktor Schreiber hat meiner Mutter diesen Schal zum Geburtstag geschenkt. Und was hat Sie dazu bewegt, so früh am Morgen hierher zu kommen? Ist das Haus meiner Mutter. Ich bin hier aufgewachsen. Entschuldigung, wenn ich einmal nach dem Rechten sehen wollte. Sonderbarer Zufall. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Das ist doch absurd. Ich habe mich mit meiner Mutter in letzter Zeit gut verstanden. Und warum wollte Ihre Mutter Sie dann enterben? Was? Das wusste ich nicht. Ich habe meine Mutter nicht umgebracht. Im Moment sprechen wir über den Mordfall an Alexander Rubin. Aber warum sollte ich denn bitte so etwas tun? Ich war es nicht. Das müssen Sie mir glauben. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Und dann kommen Sie bitte später noch einmal zu uns aufs Präsidium. In Ordnung? Ich bin zu Hause, wenn Sie mich suchen. Gut. Du lässt sie einfach so gehen? Was soll ich denn machen? Um sie festzunehmen, fehlen uns eindeutig die Beweise. Wo ist eigentlich der Mann? Der schaut sich gerade im Zimmer von Alexander Rubin um. Also ich glaube nicht, dass er da was finden wird. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass Katharina Kleve nicht Selbstmord begangen hat. Wir sollten noch einmal jeden einzelnen ihrer Geburtstagsgäste unter die Lupe nehmen. Was wird hier gespielt? Das ist eine gute Frage. Was haben Sie heute Morgen zwischen 7 und 8 Uhr gemacht? Geschlafen. Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Ich habe den Morgen sehr gern, den Gesang der Vögel. Aber seit Katharinas Tod will ich nur noch schlafen. Verstehen Sie? Sie fehlt mir. Jetzt. Wie gut kannten Sie eigentlich Alexander Rubin? Nicht besonders.
Und ich hatte ehrlich gesagt auch kein Interesse daran, ihn näher kennenzulernen. Er hatte eine Art, mit Katharina umzugehen, die... Eifersüchtig? Das nur wirklich nicht. Katharina und mich verbindet etwas ganz anderes als diese Art von Beziehung. Aber ich hatte etwas dagegen, dass sie diesen Jüngling quasi wie ihren Sohn behandelt. Sie hatte ja zwei Kinder. Zu denen sie anscheinend wenig Zugang hatte. Ja, die Mutterrolle hat sie wohl nicht sonderlich interessiert. Und wie das so ist, umso mehr hat Ingrid sich bemüht, an sie heranzukommen. Weil sie an ihr Erbe wollte? Das habe ich doch gerade versucht zu erklären. Sie hat nicht um Geld gekämpft, das war Ingrid noch nie wichtig, sondern um Katharinas Liebe. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Mein Mann hatte heute schon um 8 Uhr einen Termin bei einer Baustelle. Ich habe allein gefrühstückt. Sagen Sie, wo ist eigentlich Ihr Kind? Bei unserem Au-pair-Mädchen. Im Souterrain. Hören Sie, falls Sie meinen, dass mein Mann oder ich mit diesem Theater irgendetwas zu tun haben, muss ich Sie leider enttäuschen. Mich hat weder das Leben meiner Schwiegermutter interessiert, noch das Ihres neuesten Zöglings. Aber Ihr Erbe vielleicht? Sie meinen, weil ich Sekretärin bin und aus einfachen Verhältnissen komme, kann ich den Hals nicht voll genug bekommen? Schade, dass selbst die Polizei in so billigen Klischees denkt. Tja, leider trifft manchmal so ein Klischee zu. Ja, was gibt's denn noch? Alexander Rubin wurde umgebracht. Und wir haben Ihre Schwester am Tatort angetroffen. Was? Sie gehört im Moment zu den Hauptverdächtigen. Sowohl im Mordfall Alexander Rubin als auch in dem ihrer Mutter. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das musste ja so kommen. Überhaupt nicht wahrgenommen hat sie mich. Hast du schon negiert? Weil ich von Anfang an nicht in ihren Karriereplan reingepasst habe. Dabei war ich so stolz auf sie. Sie war so schön. So perfekt. Meine eigene Mutter war für mich immer, immer unerreichbar. Ich habe alles versucht, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat immer nur auf mich herabgesehen. La Divina hatte nur Mitleid mit mir. Was ist mit Ihrem Vater? Den habe ich nie kennengelernt. Wann haben Sie sich besser verstanden? Als sie nicht mehr so im Rampenlicht stand. Plötzlich hatte ich eine Mutter, die mich wahrgenommen hat. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein schönes Gefühl das war. Aber dann ist Alexander Rubin zu ihr gezogen. Ich war eifersüchtig. Das muss ich zugeben. Meine Mutter und ich, wir hatten auch eine Auseinandersetzung wegen ihm. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Ich habe sie wirklich geliebt. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie war meine Mutter. Was wollten Sie heute Morgen im Haus Ihrer Mutter? Meine Mutter hat mir diesen Ring hier an ihrem Geburtstag geschenkt. Es ist das einzige Erinnerungsstück, das es von meinem Vater noch gibt. Ich hatte ihn liegen gelassen, als ich zu Hause übernachtet hatte. Ich wollte ihn einfach nur holen. Was ist eigentlich mit Ihrem Vater passiert? Keine Ahnung. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich glaube, er weiß noch nicht einmal, dass es mich gibt. Und Ihr Bruder, kannte der ihn auch nicht? Nein, wir hatten nicht die gleichen Väter. Wir sind im Grunde nur Halbgeschwister. Darf ich?
glaube ihr. Sie hat niemanden umgebracht, da bin ich mir ganz sicher. Sie war froh, dass ich sie nach Hause gefahren habe. Es war alles ein bisschen viel für sie in den letzten Tagen. Dann glaubst du auch an ihre Unschuld? Ich glaube so viel an ihre Unschuld, wie ich auch an die Schuld der anderen Verdächtigen glaube. Frederik und Eva Kleve und Viktor Schreiber. Frederik Kleve ist der Einzige, der im Fall Alexander Rubin ein Alibi hat. Er war auf einer Baustelle. Jetzt warten wir mal auf die forensische Untersuchung. Vielleicht bringt uns die weiter. Mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Ach, es tut mir so schrecklich leid. Sie warten wohl auf ihn im Abendkleid. Liebste, das ist ja interessant. Mein Mann ist verhindert. Das Foto hing bei Viktor Schreiber auch in der Wohnung. Es muss ungefähr zu dem Zeitpunkt entstanden sein, als Ladivina mit ihrer Tochter schwanger war. Ist doch nichts Verfängliches dran. Immerhin waren sie gute Freunde. Schon, aber seht euch das mal an. Ich habe das Bild in den Computer gescannt und vergrößert. Den Ring kennen wir doch. Es ist genau der Ring, den Katharina Kleve ihrer Tochter zum Andenken an ihren unbekannten Vater geschenkt hat. Der Ring von Viktor Schreiber. Ich würde sagen, da hat uns der Herr nicht ganz die Wahrheit erzählt. Hier ist die Liste der Telefonate, die Alexander Rubin nach dem Tod der Kleve von deren Haus ausgeführt hat. Eine Nummer taucht besonders häufig auf. Das ist die von Viktor Schreiber. Das letzte Telefonat vor seinem Tod hat er mit Schreiber geführt. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie dahinter kommen. Sie hat ihn aufgehoben. Also war es doch mehr als nur gute Freundschaft, was sie mit Katharina Kleve verband. Ich habe Katharina geliebt. Und ich glaube, im Grunde ihres Herzens hat sie mich auch geliebt. Der Erfolg, ihr Erfolg hat alles verändert. Ein einfacher Angestellter hat nicht mehr hineingepasst in die Glitzerwelt von La Divina. Und Sie haben immer gewusst, dass Ingrid Kleve Ihre Tochter ist? Katharina wollte nicht, dass es publik wird. Ich habe es ihr versprochen und ich habe es bis heute verschwiegen. Ich nehme an, Ingrid hat sie immer an diesen kleinen Angestellten erinnert. Ich habe oft versucht, auf sie einzuwirken und in letzter Zeit hatte sich ihr Verhältnis zu ihrer Mutter auch gebessert. Bis Alexander Rubin aufgetaucht ist. Richtig. Ich musste verhindern, dass Ingrids Erbteil an diesen hergelaufenen Jüngling überschrieben wird. Sie wussten von der Testamentsänderung? Ich kannte Katharinas Notar. Vor meiner Pensionierung habe ich über 50 Jahre lang in der Kanzlei gearbeitet. Ich habe sie also auf das Testament angesprochen und wir hatten eine sehr, sehr unerfreuliche Konfrontation. Die kann froh sein, wenn sie ihr Pflichtteil bekommt, hat sie geschrien. Die, das war ihre Tochter, mein Kind. Also kam Ihnen die Idee mit der Giftkapsel. Schließlich gab es ja genug Zeugen, die wussten, wie sehr La Divina unter den Zeichen ihres Alters litt. Sie sind also nach dem Geburtstag nochmal zurückgekommen. Ich wusste, dass sie immer bei offener Terrassentür schläft. Und dass dieser Rubin ihr immer einen Whisky ans Bett brachte. Sie waren nebenan. Ein leichtes, ihr das Pulver in den Whisky zu geben. Das Gift hat auch sofort gewirkt.
Eigentlich sofort. Woher hatten Sie das Zyankali? Mein Bruder ist Arzt, er hat es mir gegeben für alle Fälle. Und dann haben Sie die Kapsel neben dem Whiskyglas drapiert? Hat ihre Hand gehalten. Sie war ganz jung. Wie früher. Nur hat Alexander Rubin dann dummerweise gesehen, wie Sie das Haus verlassen haben. Er hat versucht, mich zu erpressen. Er wusste von der Testamentsänderung. Er hat sie ja betrieben. Aber da hat er sich verrechnet. Er hat wirklich geglaubt, ich würde ihm so eine Art Entschädigung zahlen. Da müssen Sie eben einen Kredit aufnehmen, hat er gemeint, als ich ihm sagte, wie hoch meine Rente ist. Aber Sie haben Katharina Kleve doch geliebt. Ich habe alles für meine Tochter getan. Katharina hatte damit nichts zu tun. Auf Katharina. La Divina. Da ist Gift drin. Das können Sie nicht machen. Sie wartet auf mich. Da wird sie sich jetzt wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Sie hat ihre Mutter verloren und ihren Vater gefunden. Nur wird sie den die nächsten Jahre lediglich im Gefängnis besuchen können. Stört? Hallo. Absolut nicht. Ja. Ich habe gerade frischen Kaffee gekocht. Möchtest du auch eine Tasse? Nein, danke. Aber dann passen ja die Schokocroissants bestens dazu, die ich gekauft habe. Damit du sie dir nicht mehr heimlich kaufen musst. Woher weißt jetzt du das? Wenn Sie schon auf die Seite der Täter wechseln, Herr Hauptkommissar, sollten Sie das ein bisschen raffinierter anstellen. Die Ergebnisse der forensischen Untersuchung sind da. Sind Sie aber diesmal ausgesprochen früh dran, Herr Doktor? Ja. Ja, das trifft sich gut. Ich habe so einen Hunger. Fantastisch. Das war leider das letzte Wort. Also, ich habe doch jetzt hoffentlich niemandem was weggegeben. Nee, unser Chef, der isst so ein ungesundes Zeug gar nicht. Fand man ihn und da war er tot. Liebste, ein Schuss durch das Herz, können Sie meinen Schmerz verstehen? Ach, verzeihen Sie, ich bin zerstreut. Ja, wussten Sie es nicht die ganze Zeit? Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Ach, verzeihen Sie, ich bin zerstreut. Ja, wussten Sie es nicht die ganze Zeit? Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Bravo! Auf die großartigste Frau, die ich im Leben getroffen habe. Danke. Und auf Katharinas neues Programm. Mutter. Ingrid, Liebes, nimm dir doch Champagner. Mutter, ich,
Ich mag doch keinen Champagner. Du solltest das Leben wirklich etwas mehr genießen, mein Liebes. Frederik, ich habe dem Au-pair-Mädchen versprochen, dass wir um 12 zurück sind. Oh ja, ich muss morgen auch früh raus. Das verstehst du doch, Mutter. Ja, natürlich, mein Sohn. Danke für die Einladung. Ich habe zu danken für dieses schöne Blumenarrangement. Tja, für mich wird's auch langsam Zeit. Hast du Lust, am Wochenende mit mir ins Elsass zu fahren? Ich möchte meinen Bruder besuchen. Ach, das wäre mal wieder schön. Katharina, wir wollten doch am Wochenende noch mal intensiv am Programm für den Liederabend arbeiten. Ich habe mir die Tage extra freigehalten. Ja, was soll man da machen? Wenn die Pflicht ruft? Ja, wenn die Pflicht ruft. Ich habe entsetzliche Kopfschmerzen. Ich glaube, das Wetter schlägt um. Gute Nacht, Mutter. Schöner Geburtstag. Ja, der schönste, den ich je hatte.